Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Black Flag. Ja, in der letzten Folge hatten wir eigentlich mit Nassau abgeschlossen. Ich weiß. Aber wenn ich mir mal eben gucke, dass wir noch zwei Aussichtspunkte haben, die wir theoretisch noch machen könnten, dann würde ich sagen, genau, da haben wir noch nämlich welches. Weil da würden sich... Das war unglaublich dämlich. Und das bei einem Aussichtspunkt. Die ich noch mitnehmen will. Das will ich jetzt nicht. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht noch irgendwelche Sachen finden, die jetzt noch eine Folge füllen. Weil ich jetzt eigentlich dann doch tatsächlich mit der Story weitermachen wollte. Weil wir sind jetzt seit vier Folgen sind wir jetzt dabei, jetzt die Insel hier zu erkunden. Und haben jetzt hier aber auch zum Glück jetzt einiges schon mitnehmen können. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier gar nichts gemacht haben. Ah, sag mal, spring doch mal richtig hier. Und dann werden wir jetzt mal gucken, dass wir dann tatsächlich mit der Story weitermachen. Und ja. Man sagt doch immer, ist es auch mal gut gewesen. Und wir gucken jetzt mal. Achso, Red. Ja, kommt. Ja, hoch, komm. Gentleman. Gentleman. Ein Gentleman. Ein Gentleman. Ah. Komm hoch. Synchronisieren wir nochmal. Der wird doch jetzt bestimmt noch was freigesetzt. Alles haben wir auch noch, also so wie mir das die, also wir sind schon gut dabei, einiges zu finden, ne? Wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt gucke mal, ja, das war natürlich klar. Ja, das wird die Folge, jetzt habe ich hier schon wieder vergessen auf die Zeit, ich vergesse immer wieder auf die Zeit zu drücken. Dass wir dann das nochmal eben mitnehmen, dass wir die Aussichtspunkte jetzt mal gucken. Ja, es ist dummerweise, weil ich jetzt schon in der letzten Folge gesagt habe, wir wollen dann eigentlich die Hauptmission starten. Aber mir ist das jetzt nochmal eben aufgefallen und ja, ich nehme das jetzt nochmal mit. Aber andererseits, wir können dadurch auf jeden Fall noch ein bisschen Kohle bekommen, ne? Und ja. Deswegen seid nicht böse. Seid nicht böse mit mir. Es wird beim nächsten Mal wieder spannender. Wir wollen das auflegen. Und wenn ich diese Folge jetzt auch noch ein bisschen dann heute mal in die Länge ziehe, dass wir sagen, wir sammeln heute das letzte Mal. Dann ist das so. Ah, komm. Komm hoch. Denn wir wollen ja wissen, wie es ja auch weitergeht mit unserem Edward. Weil er trägt zwar die Assassinen-Uniform und hat sich jetzt auch quasi mit bei den Templern mit eingeschlichen. Aber er ist weder Templer noch Assassine, sondern er ist einfach nur ein gewöhnlicher Pirat aus Wales. Dann wollen wir mal gucken, wie ist das storytechnisch, ne? Vielleicht ist es ja so ähnlich wie bei Connor, der ja auch erst als Indianer war, lebte und dann zu den Assassinen beitrat und dann ein wirklicher Meister-Assassine, glaube ich, wurde. Wird es dann auch wahrscheinlich mit Kenray dann laufen. Ja, jetzt haben wir das Gebiet. Ja, es ist auch die ganze Insel Nassau freigeschaltet. Und wir sehen natürlich auch natürlich wieder Schätze. Ne, also wenn ich hier sehe, ich sehe ein Animus-Fragment. Das würde ich gerne mitnehmen. Genau, das Fragment. Also wie gesagt, ich würde es gerne mitnehmen. So, dann war da hinten noch eine Aufzeichnung.
Ein Dokument. Ein Manuskript, 100 Real. 4 von 5 Geheimnissen. So, dann gucken wir mal, wo wir hingehen. Ja, das können wir uns dann noch angucken. Dann würde ich sagen, die Truhe, die nehmen wir auch noch mit. Komm. Die können wir doch mal eben mitnehmen hier. Ich glaube, dann haben wir auch aus Nassau dann auch alles mitgenommen, was es mitzunehmen gibt. Ne, wie gesagt, wir gucken mal, ob ich nicht vielleicht wieder auf den, ob wir dann per Schnell, damit wir das Ganze mal ein bisschen beschleunigen können, dass wir per Schnellreise jetzt hier mal ein bisschen agieren können. Aber ich guck mal, ob ich hochkomme. Man muss ja auch irgendwie hochkommen, also, ne? Kriegen wir hin. Ja. Ich habe es gestern im Stream ja schon angesprochen. Ne? Es wird sich ja, wenn ich mit Resident Evil zu Ende bin, ich werde da bei Resident Evil Let's Play noch ein bisschen näher drauf eingehen, werde ich ja The Witcher weiter fortfahren. Und sollte es, und das habe ich auf jeden Fall festgelegt, wenn das Assassin's Creed Let's Play zu Ende ist und wenn ich gucke, wenn wir in dem Tempo weitermachen, werden wir auch noch einiges von diesem Let's Play haben. Werde ich ja auch Unity weiter let's playen. Oder ich sage einfach, wenn ich es möglich habe, ich hole das neue Assassin's Creed Origins und lasse es dann quasi für die PS und let's play es dann. Aus aktuellem Anlass dann halt, ne, weil das Spiel noch sehr aktuell ist. Und ich würde dann einfach sagen, dass ich dann mit den Älteren dann weitermache. Dass die dann danach auf meinem Channel dann raufgehauen werden. Danach wäre dann ja Unity dran und Syndicate. Und wie gesagt, ich muss natürlich halt aufnahmetechnisch hinkriegen. Wenn es natürlich machbar ist, würde ich natürlich sehr, sehr, sehr gerne, wie heißt, die anderen auch neu, also Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, also ich weiß, das ist ja die Ezio-Kollektion, also 2, Brotherhood und Revelations gibt es ja auch für PlayStation 4 mittlerweile. Aber ich möchte natürlich auch Assassin's Creed und das gibt es halt, und auch 3, gibt es ja auch noch nicht für die PlayStation 4. Würde ich auch gerne, sei denn, es ist soweit dann überarbeitet, dass alle Teile überarbeitet sind, dass ich sie auch auf der 4 spielen kann. Aber wie gesagt, ich würde halt sehr, sehr gerne ein Animus-Fragment. Holen wir uns das uns mal. Würde ich einfach mal sagen, holen wir uns doch jetzt einfach mal das Fragment. Ach so. Hier. So, ich glaube, das war auch das letzte Fragment. Dann bin ich mal gespannt. Wir haben jetzt hier alles aus Nassau eingesammelt. Also Havanna habe ich, glaube ich, ein bisschen verpennt, auch halt, wenn man dann halt auch von einer Mission zur anderen mitgesprungen ist. Mal gucken, beim nächsten Mal werde ich auch gucken, dass wir dann in den Städten halt noch ein bisschen. Oder wir schaffen es auch immer mal, dass wir nach Havanna zurückkommen. Was ist das? Jetzt haben wir 13 Animus-Fragmente bekommen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir haben ja alles eingesammelt. An Fragmenten, dann würde ich sagen, die Truhe nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Die Truhe nehme ich mit und Bett. Ja, das sieht ja auch keiner. Ah, was soll's. Die Truhe will ich ja jetzt mitnehmen. Bett. Shanti? Ach, ist der Shanti hier schon gewesen? Ah, ist doch blöd.
So. Und dann. Nassau, 5 Geheimnisse. Die Weltkarte. Alles klar, gut. Ich glaube, dann haben wir hier auch alles jetzt. Ach nee, der Shanti, genau. Warte mal, da müssen wir mal den Weichen wieder weggehen. Um dann zu sagen, wir holen das Shanti gleich. Möchte ich mir auf jeden Fall noch holen. Ich habe das Shanti jetzt nämlich gerade nicht gesehen. Deswegen hat mich das ein bisschen. Hat mich das ein bisschen gewundert. Aber. Daran soll es ja jetzt nicht scheitern. Wieder da? Ja, ist doch wieder da. Vielleicht soll ich das einfach mal kennzeichnen. Ding dong. Ich würde Shanti haben. Ja! Sauber! 5 Shantys. Auch da müsste ich jetzt eine Herausforderung abgeschlossen haben. Ich habe jetzt 5 Shantys. Ja, es ist Notenblätter sammeln. Wir haben dann jetzt noch einige Shantys. Stumlock John. Stumlock John. Okay. Gut. Obwohl, ich weiß nicht, bei Piraten und so, da fällt mir, ich denke mal, einen wird die Bette was sagen, da fällt mir sofort irgendwie Santiano ein. Irgendwie. Die ganze Zeit schon, wenn ich jetzt hier in Nassau in den letzten Folgen, fiel mir irgendwo im Kopf immer, hatte ich im Kopf immer die Lieder irgendwie von denen gehabt. Weiß ich nicht. Passt für mich irgendwo so. So Seemanns und. Geil. Ja, wir werden das jetzt mal Richtung Hauptmission bewegen, denke ich mal. Ich denke mal, hinten in der Taverne werden wir jetzt nichts mehr reißen können. Oh. Ich würde dich ja gerne anheuern, aber ich glaube, ich kann dich gar nicht mehr anheuern, füllen. Ja, das geht gar nicht mehr so. Ich habe schon 20 von 20. Die Frage ist jetzt halt, es ist halt blöd jetzt, weil ich jetzt alles hier schon gesammelt habe. Ich dachte, wir würden tatsächlich noch länger für brauchen. Wir können ja mal gucken, dass wir jetzt mit der Hauptfolge ein bisschen kommen. Wir können ja noch ein bisschen länger ziehen. Aber sagen wir mal, jetzt noch so 12 Minuten haben wir, beziehungsweise 13 Minuten. Komm, 10 Minuten. Vielleicht kommen wir mit der Story ja ein bisschen durch, ne? Dann. So, dann sind wir jetzt in der nächsten. Und dann kommen wir mal. Sequenz. Morgen, Kenway. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Bist es Neid? Weil meine größer ist? Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein.
spanische Zeug ist mir lieber. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Ei! Jetzt werden wir in das Leben eines Piraten eingeführt. Geil, also wie gesagt, es hat ja... Steuermann, Kenway. Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Es hält mich wach. Dann nehmen wir etwas Fahrt auf, oder? Ich brauche keinen Lehrer. Wie viele Prisen haben wir zusammen als Freibeuter eingebracht? Es ist ein Unterschied, ob man an einer Kaperfahrt teilnimmt oder sie anführt. Wir suchen nach Handelsschiffen, Jungs. Die mit der richtig fetten Ladung. Suche mit dem Fernrohr einen Schoner für uns, Kenway. Du wirst ein Gefühl entwickeln, welche Fracht sie geladen haben. Und eine Ahnung, wie kampfstark sie sind. Willst du dich mit mir anlegen, Freundchen? Hol dein Fernrohr raus. Einholen! Das wäre eine schöne Beute. Gut, dann bring uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität. Um Kettengeschosse zu verschießen. Respekt, den du dir selbst nicht erweisen würdest. Das verzaubert einfache Gemüter, du wirst sehen. Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten. Wirst du dich jeden Moment vergessen und sie der Länge nach aufschlitzen könntest. Feuere nach Belieben und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss. Doch um Himmels Willen versenk sie nicht. Macht keinen Spaß, die Fracht aus dem Meer zu angeln. Nicht? Auch wenn das möglich ist. Fast fertig, Sir. Hebt den Befehl, Sir! Gegner kommt auf uns! Feuer! Schone! Verfluchte Augen! Feuer! Manövrierfähiges Schiff. Wenn ein Schiff brennt, ist es manövrierfähig und Sie können dann entweder nahe heransegeln und Kreis drücken, um es zu entern und zu versuchen, seine gesamte Fracht zu plündern. Es beschießen und versenken, um die Hälfte der Fracht zu erbeuten. Fortsetzen. Natürlich wollen wir es natürlich. Moment. Komm. Rahm und Marssegel fest, zurück! Magic stumpf, gerettet! Bereit halten, wir stoßen zusammen! Zieht sie ran, mit aller Kraft! Achso, ja, Kreis. Ja, komm. Wollen wir doch mal gucken hier. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? Moment, Señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch? Inglés! Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Sperrt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. So sieht's aus, meine Lieben. So sieht das Leben als Pirat aus. Schiff entern. Was soll mit dem Schiff geschehen? Checkdown reparieren? Achso.
Jackdown reparieren. Wir fangen heute, Kenway. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdown mit ein paar Dingen verbessern. Nach ein Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusorgen. Dann bin ich König der Karibik. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt hatten. Nun. Ja, wir kamen nach Nassau, weil wir Könige satt haben. Wir sollen ja hier hinsegeln. Moment. Ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hä? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König. Geil. Also, ich bin jetzt hier gerade, ihr wisst, weil jetzt hier gerade viel gequatscht wird, aber es ist schon geil. Wie gesagt, man fährt jetzt hier auf der See, ne? Man sieht jetzt hier das Schiff und es ist einfach geil, weil man sieht hier einfach, wie die anderen auf dem Schiff singen und es ist so herrlich gemacht, da kann einem echt das Herz aufgehen. Das ist, glaube ich, das schnellste an Geschwindigkeit, was wir jetzt hier haben. Wo können wir jetzt hier unsere optimalen, ich muss mal eben gucken, ob wir unsere optimalen Missionsziele auch einsehen können. Können wir das? Optimale Missionsziele, 20 Fässer mit Rum, achso, Seeleute mit Drehbassen töten. Okay, 20 Fässer rumplündern. Wollen wir das nochmal eben machen? Komm. Ich guck mal eben, was haben die? Nee. Feuerfässer, nee. Alle aus der Großbergen! Rahmsegel einholen! Zieht! Zieht! Einholen! Warum? Einholen! Alle Segel bergen, Männer! Großsegel setzen! Rum! Nicht, halbes Segel! Leesegel heißen, los geht's! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Schön. Ja, wollen wir noch mal gucken, ne? Können wir gucken, dass wir die Mission auf jeden Fall nochmal machen hier. Feuer! Laden nach! Ja! Ja! Alle Mann auf bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Die haben uns Minen da gelassen! Scheiße! Auf dem Schleichweg los! Nur Zeit und Holz können das Feuer! Ja! Bereit zu feiern, Sir! Gebt den Wind nach! Und die Schuppen! Lassen wir sie Eisen schmecken! Ja, lassen wir sie Eisen schmecken! Los!
Schön. Dann haben wir schon mal 10 Fässer rum. Wie viel brauchen wir? Ich muss mal eben gucken jetzt. Müssen wir denn jetzt so 10 Fässer rum? 20 Fässer rum plündern. 10 Fässer rum haben wir, ne? Feindliches Feuer! Herr Segelmänner! Reine geben! Kräftig! Ich sagte kräftig! Okay, gut. Nehmt die Rahen aus dem Wind! Rollt die Topsegel auf, Männer! Einholen und aufbauen! Lasst uns versenken, Kenway! Segel setzen! Los, ihr Faulpelze, an die Schoten! Ja, an die Schoten, los! Wir wollen ja schließen. Und Darmsegel! Zieht sie in ihren Untergang! Was? Komm her! Scheiße! Verdammt! Ach, es ist doch nicht wahr. Ja. Ja, die Folge wird jetzt gefüllt mit einer... Was? Ja, komm, scheiß was drauf. Du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Ach, ein Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusagen. Dann bin ich König der Karibik. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt hatten. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ja. Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hä? Ich würde sagen... Es ist nur ein Traum. Ja. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König. Ja. Und mit diesem Stichwort sagen wir, wir beenden jetzt diese Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann lasst mir ein Abo da. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr sagt, das ist gut, so wie ich das mache, dann... lasst mir einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zu einer neuen Folge Assassin's Creed Black Flag.